Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drum Simulator Urban Transit. Genau, wir sind hier dabei, die wahrscheinlich letzte Mission immer noch abzuschließen. Ja, wir haben jetzt schon einige Folgen hier mit verbracht, aber in der letzten Folge hatten wir richtig große Fortschritte. Und zwar sollen wir noch die letzten Stadtteile auf mindestens Level 4 bekommen. Und ja, wir haben in der letzten Folge, wie gesagt, hier Schlag auf Schlag die Stadt abgearbeitet. Ja, wir sind jetzt hier überall schon auf Level 4, stellenweise sogar auf Level 5 schon. Und es fehlt jetzt eigentlich hier unten nur noch Copperpot, Greenwood, Timberridge und Eclipse Bay. Ja, die Route hatten wir in der letzten Folge ja schon mal angepasst gehabt. Das heißt, wir starten jetzt quasi in Copperpot, fahren dann durch Greenwood komplett durch, nehmen da alle Haltestellen mit, fahren dann hier zu Timberridge. Da brauchen wir auch nur noch ein Level, soweit ich weiß. Dann können wir auch Timberridge quasi durchfahren. Und dann haben wir hier oben noch Eclipse Bay, wobei wir da wahrscheinlich auch recht schnell dann oben sind. Wir sind jetzt hier auf Level 2 von dieser Haltestelle, hier auf Level 3 sogar schon. Heißt, vielleicht hier noch zweimal durchfahren, hier noch einmal durchfahren, hier vielleicht auch noch einmal durchfahren und hier müssen wir noch zweimal Copperpot anfahren. Also ich glaube, dass wir entweder in dieser oder in der nächsten Folge diese Mission abschließen und dann bin ich mal gespannt, ob das wirklich die letzte Mission ist oder nicht. Vom Stil her, ja. Gut, dann würde ich sagen, Blauder war jetzt gar nicht mehr zum Beginn weiter rum, sondern legen endlich los, nehmen uns irgendein Fahrzeug. Was nehmen wir denn? Ich würde gerne diese Tram hier eigentlich gerne nehmen und mit der durch die Gegend fahren und ja. Wir starten auch anscheinend nicht bei Haltestelle 1. Das ist irgendwie, Entschuldigung, bei der Bahn ein bisschen schwierig. Aber klar, die ist halt auf Route 9 zugeteilt. Deswegen nehmen wir halt die Bahn. Ist auch komplett egal eigentlich. Sagen wir es mal so. Genau. Ja, bei der anderen Tram, wir spawnen immer an irgendeiner Haltestelle. Ich hätte jetzt, oh, Stimme lässt schon wieder nach. Ich hätte jetzt nach dieser Haltestelle durch die halbe Stadt fahren müssen, um zur ersten Haltestelle zu kommen. So sind wir jetzt direkt an der ersten Haltestelle. Wir gehen hier in Copperpot und dann durch Greenwood durch, Timberridge, oben raus und dann quasi wieder zurück. So sind wir, glaube ich, am schnellsten. Ja, weil, wie gesagt, bei der anderen Bahn, wir haben, glaube ich, hier gestanden. Ja, genau, die fährt gerade hier. Wir hätten jetzt dann über die Autobahn wieder fahren müssen und so weiter und so fort. Hätte ein bisschen gedauert, so starten wir direkt einfach durch und gut ist. Genau. Okay, dann sind wir eigentlich startklar. Wir haben hinter uns gerade eine Bahn, sehe ich, also auf der Minimap. Da ist Tram unterwegs. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, links entlang. Genau. Gleise ist richtig gestellt oder beziehungsweise die Weiche ist richtig gestellt. Müssen wir wieder drauf achten, ganz wichtig. Sonst haben wir wieder einen riesen Umweg und das wollen wir natürlich nicht haben. Ja, wir wollen hier Fortschritte haben und nicht irgendwelche riesen Umwege fahren. Boah, Stimme ist immer noch so ein bisschen ein Problem. So. Genau. Emergency Headquarters, da sind wir schon. Oh, da hat jemand eine Fahrkarte verloren. Eigentlich müssten wir jetzt loslaufen, Kontrolle machen. Aber hey, nein, so fies bin ich heute mal nicht. Ich gönn's den Leuten. Es ist alles teurer geworden. Da muss man auch mal schon ein bisschen Geld sparen. Natürlich nicht mit Schwarzfahren eigentlich, aber ich hab heute einfach mal, ja, eine nette Phase, sagen wir es mal so. Gut, hinter uns ist immer noch eine andere Tram. Die wird uns wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit hinterherfahren, weil ich glaube, genau, wir sind außer fahrplanmäßig unterwegs. Die Tram hinter uns ist wahrscheinlich fahrplanmäßig unterwegs. Deswegen, ja, gut. Nicht so wild. So, Weiche ist nach links gestellt. Das passt soweit. Dann können wir einfach langfahren. Hier haben wir so einen kleinen Schlenker in der Gleise drinne. Aber hat man jetzt gar nicht so doll gemerkt. Ich hätte jetzt gedacht, das schüttelt einen ein bisschen mehr durch. Jetzt habe ich wieder gegen das Mikro gehauen. Ich zappel immer so viel mit meinen Händen rum während dem Let's Playen. Wenn ich gerade eine Hand frei habe, dann wird immer rumgefuchtelt. Das mache ich lustigerweise so beim Reden eigentlich nicht, aber wenn ich Let's Plays aufnehme oder stellenweise, wenn ich mich richtig konzentriere auf das, was ich gerade erzähle, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein neues Spiel beginne und ich mir da irgendein Intro zusammenschuste oder zusammenbastel, dann ist es oft so, dass ich da mit meinen Händen mitrede. Warum auch immer. Keine Ahnung. Da kann ich mich immer mehr konzentrieren. Oder genauso wie wenn ich mir manchmal starte ich auch irgendwie neue Let's Plays und manchmal kriege ich es einfach spontan nicht auf die Kette. Ja, dass ich da alle möglichen Infos mir merken kann und dann da einen gescheiten Text bei rausbekomme, dann schreibe ich mir das manchmal vor. Wenn ich so nach einer halben Stunde merke, okay, ich kriege das spontan jetzt nicht hin mit dem Text und die ganzen Infos da irgendwie sinnvoll unterzukriegen, dann schreibe ich mir Texte vor. Und auch wenn ich die vorlese, ich bin immer wild dann am Handy rumfuchteln, keine Ahnung. Es ist irgendwie so eine Angewohnheit. Dann klappt es aber auch meistens besser, das ist das Lustige. So, wir müssen hier die Rampe gerade mal ausfahren. Die Rampe wird wahrscheinlich wieder im Boden verschwinden bei dieser Tram hier. Ja. Das ist aber nur bei der Tram so extrem, dass die Rampe irgendwie 90 Grad oder beziehungsweise gerade nach unten von der Tram wegsteht. Keine Ahnung, warum das bei der so ist, bei den anderen ist das nicht so.
Also ich glaube, bei der moderneren Bahn, da hatten wir auch schon die Rampe benutzt, die ist, glaube ich, ganz normal rausgefahren. Das hat alles funktioniert. Bei der Tram hier nicht so ganz. So, dann sind wir hier auf Level 3. Gut. Also auf jeden Fall schöne Fortschritte wieder, bis jetzt. Jede Haltestelle, die wir angefahren haben, konnten wir hochleveln. Sehr schön. Ja, das Problem ist halt, wenn man hier so am Spielen ist, zum Beispiel jetzt hier beim Fahren, ich kann mit meinen Händen nicht rumfuchteln dann. Aber wenn man gerade so eine Leerlaufphase hat hier, wo man nur durch die Gegend rollt, dann kannst du wenigstens ein bisschen mit den Händen rumfuchteln. Ist immer ganz gut. Nur ich hau halt voll oft gegen das Mikro. Aber ist jetzt auch nicht mehr ganz so dramatisch, weil ich habe ja zu Weihnachten von Katrin diesen Schock-Mount oder Mount, irgendwie so heißt es, von Elgato bekommen für mein Mikro. Also diesen Schock-Absorbierer quasi vom Mikro. Das hängt jetzt nur an so Gummiseilen quasi am Mikrofonarm dran. Ganz blöd beschrieben, aber das federt halt alle möglichen Erschütterungen ab. Auch wenn ich jetzt auf dem Schreibtisch irgendwie hau oder so. Die Vibration überträgt sich dann nicht mehr ans Mikro. Was auch schon mal eine sehr gute Sache ist. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt gegen den Mikrofonarm schlage, ich glaube, das hört man nicht mehr so doll jetzt im Mikro. Vielleicht hört man es auch gar nicht mehr. Ist ja schon mal eine gute Sache. Aber es ist eh krass, dass dieser Mikrofonarm... Ich habe ja damals mein allererstes Let's Play war ja der Gas Station Simulator. Den habe ich mit meinem Logitech G35, glaube ich, war das, dieses Headset. Uraltes 7.1 Headset quasi von Logitech aufgenommen. Und jeder kennt, selbst wenn du modernere Headsets hast, irgendwie die Mikroqualität ist kacke. Muss man einfach mal so sagen. Es gibt wenige Headsets, die irgendwie eine gute Mikroqualität haben. Und ja, nachdem ich dann das hatte und dann so mit dem Kanal weitermachen wollte, weil ich ja wieder richtig Spaß am Let's Playen hatte und so weiter, habe ich mir, ich weiß nicht, für 20 Euro oder 25 Euro oder 30 Euro bei Amazon so ein Mikrofon-Set gekauft. Ja, da war Mikro dabei, Mikrofonarm dabei und ich benutze tatsächlich diesen Mikrofonarm immer noch. Der hat auch super zum Elgato-Mikrofon gepasst. Anschlüsse, Standardanschlüsse, beziehungsweise Standardgewinde gewesen, was auch Elgato benutzt, beziehungsweise Elgato hat da eh so Adapter mit dabei. Achso, da will noch jemand raus. Entschuldigung. Die Rampe brauchen wir. Und ja, ich finde den Mikroarm immer noch gut. Das Mikrofon, klar, das hat dann irgendwann ausgedient gehabt, weil für 20 Euro Mikrofonarm plus Mikrofon ist ein bisschen grenzwertig. Ich hatte auch so ein kleines Mischpult mit dabei noch gekauft, damit man es wenigstens einigermaßen regeln kann. Aber für den Start auf jeden Fall vollkommen in Ordnung gewesen. Auf jeden Fall. Aber irgendwann merkt man für sich selber, ja, das mit diesem Mischpult da regeln und so weiter und ja, ist nicht ganz so geil. Es sollte vielleicht auch die Rampe einfahren, oder? Weil die ist immer noch draußen. Jetzt nicht mehr, jetzt können wir los. Gut. So, ich will hier gerade nochmal schauen. Wir sind da, die konnte ich jetzt nicht leveln. Die konnte ich leveln. Wir sind immer noch bei Level 3. Na gut, wir fahren jetzt nochmal die Haltestelle an, glaube ich. Und dann nochmal die. Vielleicht reicht's dann, vielleicht aber auch noch nicht. Sehen wir dann. Mein, klar, es gibt andere Mikrofonarme, die sehen erstens ein bisschen hübscher aus. Zweitens sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen besser zu benutzen, weil die vielleicht mehr Gelenke noch haben oder so, dass du das dir noch ein bisschen besser anpassen kannst. Vielleicht auch, dass du, keine Ahnung, den Mikrofonarm anders befestigen kannst, als ich jetzt hier habe. Aber das funktioniert auch so super eigentlich. Reicht vollkommen dafür aus. Reicht vollkommen dafür aus. Ich habe ja Angst gehabt, dass wenn ich hier das Mikro dranhänge und noch diesen Schock-Absorbierer quasi, dass das vielleicht ein bisschen zu schwer wird für den Mikroarm. Aber nö, der ist immer noch so locker verschraubt quasi. Ich kann den immer noch ein bisschen anziehen, dass der noch mehr Gewicht halten würde. Also alles gut. Alles gut, alles wunderbar. Also der Mikrofonarm ist im Grunde genommen, glaube ich, mehr wert als das Mikrofon, was da dabei ist. Aber egal. Hat auf jeden Fall, wie gesagt, für den Anfang gereicht. Nur man hat dieses Elgato-Mikrofon jetzt hat. Also ich persönlich mag es wirklich sehr, weil halt das Mikro ist vielleicht nicht das Allergeilste, was ich da habe, das Wave 3. Ja, ist vielleicht nicht das Allergeilste. Aber allein diese Softwarelösung, die da mit dabei ist, die ist so geil. Diese Software, mit der kann man einfach alles regeln, alles unterschiedlich routen auf Softwarelösung oder über die Softwarelösung. Du kannst es wunderbar mit dem Elgato Stream Deck bedienen. Ist halt wirklich einfach Gold wert.
Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch noch ein anderes Mikrofon, Elgato. Ich glaube auch ungefähr gleiche Preisklasse oder so. Das soll auch nochmal ein bisschen besser sein. Hat, glaube ich, die gleiche Softwarelösung wie das hier mit dabei. Und hast natürlich gewonnen. Das ist, ja, wird wahrscheinlich dann irgendwann der nächste Schritt werden. Beziehungsweise, ich weiß nicht, es gibt ja, vielleicht wäre dann auch mal was noch professionelleres besser, aber dann kann ich wieder die Softwarelösung von Elgato nicht benutzen. Und die ist halt, wenn du dich halt einmal daran gewöhnt hast, willst du eigentlich gar keine andere Softwarelösung mehr haben. Beziehungsweise müsste ich dann auch alles wieder umstellen und so weiter. Ich glaube, man wird dann irgendwie Elgato treu bleiben. Ich weiß nicht so genau. Naja, ist momentan kein Thema, was ich persönlich so extrem wichtig finde, ein neues Mikro oder so. Klar, es geht immer besser. Aber ich glaube, so wie es aktuell ist, ist super. Und ich habe ja jetzt nicht mal irgendwie... Ich hätte ja da noch die Möglichkeit, da Filter noch drüber zu legen oder. Ich könnte es auch noch lauter stellen, ich könnte es leiser stellen. Wie gesagt, Filter wären kein Problem, irgendwelche Plugins dafür zu installieren. Und ich hätte noch so viele Möglichkeiten, da irgendwas anzupassen. Ja, wenn es nur irgendwie ein kleiner Kompressor drüber legen ist oder so, wäre alles noch locker möglich. Aber ich finde es eigentlich so, wie es aktuell ist, vollkommen in Ordnung. Also ich halte immer an dieser Haltestelle und ich muss da nicht halten. Weiterfahren. Weiter geht's. Die Haltestelle hat es mir angetan. Die liegt halt auf der Route. Und wenn eine Haltestelle auf der Route liegt, will ich da immer stehen bleiben. Man kann aber im Bussimulator 21 auch und auch hier im Tram-Simulator Urban Transit keine Haltestelle, auch wenn man jetzt nochmal in der Gegenrichtung dran vorbeifährt, kann man nicht zweimal halten. Oh, Junge! Alter, was ist bei dem los? Läuft erst halb über die Straße und dann... Nö, jetzt doch nicht. Das ist ein perfekter Punkt zum Wenden gewesen, gerade für ihn. Scheiße, nee. Muss ich gerade mal kurz, etwas auf die Notbremse springen. Das war sehr riskant. Sehr riskant. Es war echt die dümmste Variante gerade, oder dümmste Stelle, wo man einfach rumdreht. Fahrgast hört laute Musik, ja, ist okay. Habe ich wenigstens ja auch ein bisschen Unterhaltung vorne, ist auch nicht schlecht. Und die Fahrgäste auch. So, Tür auf, Haltestelle kann ausgebaut werden, dann gucken wir doch jetzt gerade nochmal nach. Also da sind wir ja wieder vorbeigefahren. Die können wir noch hochleveln. Noch eins. Und dann sind wir in Greenwood auch auf Level 4. Ja, ich würde aber jetzt, glaube ich, oder nee, machen wir nicht. Wir passen die Route direkt an. Hat den Grund, dann starten wir direkt wieder bei Copperpot. Also Copperpot bleibt hier Haltestelle Nummer 1, beziehungsweise die 5th Avenue bleibt Haltestelle 1. Die anderen hier in Greenwood können wir alle entfernen. Dann starten wir nämlich hier und dann können wir von hier direkt durchfahren bis hier oben Timber Ridge. Genau, und dann haben wir Copperpot normalerweise schon auf 4, dann können wir das auch entfernen und starten wir hier quasi Timber Ridge. Dann können wir Timber Ridge entfernen, dann haben wir nur noch das hier offen. Und das sollten wir recht schnell dann abgearbeitet haben. Dann sind wir wahrscheinlich in dieser Folge fertig mit. Krass. Also es ging jetzt dann doch schneller als erwartet. Was halt wirklich irgendwie ein bisschen krass ist. Aber habe ich nichts dagegen. Ich habe halt wirklich mit gerechnet, dass wir hier noch hunderte Runden oder hunderte Folgen mehr mit haben. Mit dieser letzten blöden Aufgabe. Aber nö. Ist okay. Hat sich doch alles in Grenzen gehalten. Finde ich wirklich gut. Ich hatte da schon wirklich ernsthafte Bedenken. Habe ich ja mehrfach geäußert. So, wir fahren gerade mal wieder die Rampe aus. Die wird jetzt wieder wahrscheinlich im Boden versinken. Jetzt lustigerweise nicht. Und ich kriege direkt mal eine Strafe rein, dass irgendwie noch ein schlafender Fahrgast hier im Fahrzeug drin ist, obwohl ich gerade erst die Bahn übernommen habe. Von mir aus. Ich werde die Strafe verdient haben, keine Ahnung. Manchmal ist es merkwürdig. Naja, so. Konnten wir jetzt eigentlich hier die Haltestelle leveln oder nicht? Konnten wir. Somit sind wir in Copperpot auch auf Level 4. Könnte man theoretisch jetzt entfernen. Ich lasse es jetzt gerade mal drin, sonst müsste ich schon wieder hier Dinge tun. Und möchte ich gerade nicht. So, hier können wir jetzt durchfahren. Das haben wir ja auch abgeschlossen. Da spawnen überall Kollegen, deswegen klingelt es gerade ständig. Oh. So, einmal die Weiche nach rechts stellen, dann den Blinker nach rechts an und ein bisschen abbremsen. Das beste Wochenende unseres Lebens. Okay.
Ja, das beste Wochenende unseres Lebens. Ja. Gut. Von mir aus. Nichts dagegen. So, hier müssen wir durchfahren. Das ist so eine Haltestelle für Busse. Die hat man ja drinnen gelassen. Ich finde es halt echt schade, dass kein Bus durch die Gegend fährt, aber gut. Ihr bleibt hoffentlich alle stehen. Dankeschön. So, das ist, glaube ich, jetzt die einzigste Haltestelle, die wir hier noch anfahren müssen. Wir gucken jetzt gleich nochmal nach. Die Haltestelle kann ausgebaut werden. Somit sind wir hier auf Stufe 4. Genau, dann haben wir Timber Ridge auch auf Level 4. Ja, ich entferne gerade mal ein paar Haltestellen. Das machen wir jetzt gerade mal so, so. Dann haben wir nur noch die 2. Änderung übernehmen. Okay, wir brauchen insgesamt 4 Haltestellen, an denen wir stoppen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich dann, glaube ich, dann erstellen wir die Route so. Dann fangen wir hier an, zack, zack, fahren hier einen kleinen Bogen, zack, zack. Fertig, Level 4. Gehen wir einfach mal davon aus. So, genau, Haltestelle 1 ist dann diese, ups, das habe ich dir aus Versehen entfernt, das wollte ich natürlich nicht machen. Ich hätte die Haltestelle auch gerne wieder als Nummer 1, ehrlich gesagt. 1, 2, genau. Okay, Änderung übernehmen. Ja, schön. Schön, 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 schön. Jetzt fahren. Genau, nehmen wir wieder neu dran. Machen wir auf. Zack, kann ausgebaut werden. Sind wir hier auf Stufe 3. Da unten sind wir auch schon auf Stufe 3. Corino Avenue. Keine Ahnung. Cliffview, was haben wir hier? Crimson Point. Dann haben wir die Haltestelle Sloat Boulevard. Seaview Beach. Also ich glaube, wir fahren da nicht hin. Nee, es tut mir leid. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. So. Dann legen wir mal los. Ich blockiere gern die Bustür, wenn ich einen schlechten Tag habe. Was? Das haltet mich immer auf. Was war das für eine kranke Aussage? Na gut. Ich hoffe, ihr hört die im Video auch immer. Ich habe Rückmeldung bekommen, dass ihr die auch ganz gut hört, diese Sprüche von den Leuten. Da im Hintergrund. Hey, das macht ihr nicht so gut. Man spricht in ganz Angel Shores über euer Busunternehmen. Was zur Hölle? Warum rennen die hier über die Straße? Ich habe doch eigentlich saugut reagiert, oder? Also ich habe sofort Notbremse reingeballert und hab geklingelt und er ist halt trotzdem voll vor die Bahn gelaufen. Der ist einfach, die laufen einfach hier über die Kurve drüber und gehen dann nach hinten zu dem Zebrastreifen oder wie, nee, die laufen dann nach vorne wieder auf den Bürgersteig. Alter, sind die durch. Sind die durch? Na gut, wir haben wieder mal jemanden angefahren. Aber meiner Meinung nach trifft mich keine Schuld. Ich war noch nicht ganz so schnell unterwegs und ich war sofort auf der Notbremse, hab auch gleichzeitig geklingelt, weil normalerweise in der Realität, soweit ich weiß, wenn du in der Tram die Vollbremsung reinhaust, beziehungsweise die Schnellbremsung oder halt die Notbremse, dann klingelt die Tram, soweit ich weiß, automatisch. Ja, hier halt nicht. Da mache ich immer manuell den Abzappler auf der Taste H, damit die Glocke läutet. Naja. Aber da konnte ich jetzt wirklich nichts mehr machen. Also, ich hätte vielleicht jetzt noch mit irgendeinem Finger, den ich übrig habe, sanden können, um vielleicht nochmal einen Zentimeter früher zum Stehen zu kommen, aber irgendwo bin ich da auch begrenzt mit den Möglichkeiten so schnell. So. Da haben wir wieder ein fahrendes Gewächshaus vor uns. Und wir stoppen jetzt erstmal hier. Genau. Zack. Tür auf. Können wir. Ups, jetzt habe ich aussehen wieder Leertaste reingedrückt. Genau. Dann brauchen wir noch einmal hier die Haltestelle. Und dann sind wir damit auch durch. Das heißt, noch einmal anfahren. Wir werden in dieser Folge mit dieser Mission fertig. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich kann es noch gar nicht glauben. So. Dann haben wir jetzt einmal 2 Haltestellen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Theoretisch, wenn man jetzt nur die Mission machen wollen würde, könnte man auch an den anderen 2 Haltestellen einfach vorbeifahren, einfach durchfahren. Ist egal, was die Fahrgäste denken. Machen wir aber natürlich jetzt hier im Let's Play nicht. Aber könnte man theoretisch machen. Haltestelle würde trotzdem hochgelevelt werden, dann, wenn wir die nächste wieder anfahren. Also, im Grunde genommen,
wäre das vollkommen egal jetzt. In dem Fall, normalerweise könnte man jetzt auch einfach eine neue Tram nehmen, würde man wieder bei Haltestelle 1 beginnen. Haltestelle 1 wäre hochgelevelt, zack, fertig, aus. Machen wir aber auch nicht. Jetzt in dem Fall. Ja, wir wollen ja hier noch ein schönes, wahrscheinlich Finale haben. Also ich wäre schon wirklich sehr verwundert, wenn jetzt danach nochmal eine Mission kommt. Wir können eigentlich gerade mal abkürzen, damit wir an der anderen Tram vorbeikommen. Wir fahren einfach mal durch den Tram-Hub durch. Dann haben wir quasi die andere Tram gerade ausgetrickst. Wir fahren hier vorne jetzt einfach links, dann sind wir da an der Haltestelle. Haben wir einfach mal abgekürzt. Ich weiß nicht, warum das Spiel das eigentlich nicht vorschlägt, aber... Mein klar, realistisch ist es nicht. Aber sind wir mal ehrlich, was ist denn in dem Spiel realistisch? Was hat denn hier mit der Tram wirklich zu tun? Also ich weiß es nicht. Ganz so viel fällt mir da nicht ein, außer dass wir ein Schienenfahrzeug auf der Straße fahren. Also, ja. Gut, kann ausgebaut werden. Können wir auch noch machen. Was soll's? Sind wir hier auf Level 5 bei der Haltestelle? Vielleicht kommt dann im Nachhinein noch irgendwie die Aufgabe. Bringen Sie jetzt alle Stadtteile auf Stufe 10 oder 5 oder keine Ahnung. Das wäre nochmal so ein richtiger Schlag auf die Fresse. Ich glaube, dann mache ich hier Rage Quit mit dem Spiel und ich werde dann sofort auf Deinstallieren klicken. Wenn so eine Aufgabe jetzt wirklich dann noch kommt. Also, habe ich kein Verständnis mehr für. Oh, habe ich jemanden an der Haltestelle vergessen? Sorry. Ganz großes Sorry. Habe ich nicht extra gemacht. War wahrscheinlich wieder irgendjemand mit dem Rollstuhl oder so. Habe ich mal ein schlechtes Gewissen. Naja. Ich war mal auf einer Party in der Straßenbahn. Die Erfahrung war wirklich bewegend. Alter. Schenkelklopfer. Bitte alle aus. Oh Mann. Diese Sprüche. Diese Sprüche. Das ist ja... Da kam er dermaßen flach. Na komm, wir leveln hier auch noch hoch. Vollständigkeitshalber sind wir bei Zephyr auch auf Stufe 5. Da sind wir schon mal für alles vorbereitet. Ja. Ja, und dann muss ich mir überlegen, welches Spiel machen wir dann als nächstes? Da muss ich mir dann noch heute oder morgen im Verlauf des Tages Gedanken machen. Ihr könnt ja auch immer gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was ihr so gerne sehen würdet an Spielen auf dem Kanal. Kann zwar immer ein bisschen dauern, bis ich dann diese Spiele aufgreife, aber ich notiere mir die alle, die vorgeschlagen werden. Und gucke da immer mal rein, ja, was wurde denn mal vorgeschlagen, was haben wir denn noch jetzt, was könnte man machen, was würde sich gerade anbieten, was würde denn jetzt aktuell passen. Worauf habe ich Bock? Ja, das kommt ja auch immer noch hinzu. Muss man ja auch noch dazu sagen. Und ja, da wird immer mal geschaut. So. Letzter Halt. Danach sind wir sehr wahrscheinlich durch. Das ist ein sehr emotionaler Moment. Hoffe, ihr habt alle die Taschentücher parat, um euch die Tränen abzuwischen. Wir gehen hier auf Level 4. Es ist unglaublich. Wir haben es geschafft. Nein, Entschuldigung. Sie haben es geschafft. Die Stadt ist komplett mit unserem Verkehrsnetz abgedeckt. Niemand in Angel Shores muss mehr in ein Auto steigen. Das ist nicht nur eine große Sache für diese Stadt, sondern ein Zeichen für die gesamte Welt. Oh. Ich werde ganz emotional. Entschuldigen Sie. Sie sollten unbedingt eine Fahrt in Ihrer neuen Stadt machen. Mein Job hier ist erledigt. Ihrer fängt gerade erst an. Ich danke Ihnen für diese gute Zusammenarbeit. Ihnen noch viel Freude hier in Angel Shores. Ich weiß, dass die Stadt bei Ihnen in guten Händen ist. Und wer weiß... Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich sehe das mal als Drohung. Nein, richte eine Straßenbahnlinie in der autofreien Stadt ein. Jetzt sag mir nicht, hier fährt jetzt kein einziges Auto mehr durch die Gegend. Nein, oder? Bist du das letzte Auto? Autofreien Stadt. Richte eine Straßenbahnlinie in der autofreien Stadt ein. Muss ich jetzt einfach nur eine neue Linie erstellen?
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das Spiel von mir will. Ich habe das Gefühl, das ist eine Aufgabe, die man nicht mehr abschließen kann, oder? Oder soll das heißen, ich soll... Wir probieren gerade nochmal eine neue Route erstellen. Alle Haltestellen irgendwie mit einer Linie verbinden oder so? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Spiel jetzt noch von mir will. Normalerweise, wenn man bei diesen Spielen fertig ist mit den Missionen, dann steht da einfach keine mehr und nicht richte eine Straßenbahnlinie in der autofreien Stadt ein oder... In einer autofreien Stadt einer. Hilfe, was wollen die von mir? Ich habe gedacht, ich bin fertig. Ich verbinde jetzt einfach alle Haltestellen mal in einer Route und ich hoffe, ich übersehe keine. Weil ich weiß ehrlich gesagt jetzt wirklich nicht, was die von mir wollen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch eine Aufgabe ist. Ich denke mal fast, dass das einfach nur so ein Text ist. Das dem Spieler quasi andeuten soll, hier, du kannst noch weiterspielen. Du kannst ruhig noch neue Routen erstellen oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten... Autofreie Stadt, es fahren ja noch Autos rum, aber es ist verdammt ruhig. Vielleicht waren das die letzten Autos, die wir jemals in dem Spiel gesehen haben. Aber wie bescheuert wäre denn das, wenn man jetzt, wenn man die Mission abgeschlossen hat, als Dank kein Auto mehr hier durch die Gegend fahren hat, dann fährst du ja komplett langweilig durch die Gegend. Hat ja gar keinen Sinn mehr, dass du dann irgendwie dran fährst, weil du komplett Vollgas durch die Gegend ömmeln kannst. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Haltestellen angeklickt. Übernehmen wir. Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man jetzt hier von mir will. Also, es ist, ich glaube, wir sind durch mit dem Spiel. Der Sprecher hat ja auch sowas angedeutet. Ja, aber wir sehen uns vielleicht, oder man sieht sich immer zweimal im Leben. Der ist fertig, der wird mir nichts mehr sagen. Ich weiß sonst wirklich nicht, was ich machen sollte. Müssten aber auch alle Haltestellen eigentlich drin haben. Es leuchten alle auf. Keine Haltestelle ist mehr blass hinterlegt. Das passt alles. Ich habe aber wirklich gerade Angst, dass hier kein einziges Auto mehr fährt. Aber das können die ja nicht machen, oder? Können die das machen? Es fährt kein Auto mehr. Alter, da haben die doch, da nehmen die doch dem Spieler den kompletten Spielspaß, wenn die das Spiel durchgespielt haben, oder? Dann nimmt man dem Spieler doch den kompletten Spielspaß. Das heißt, wenn du mit dem Spiel fertig bist, nimmst du das, zerknüllst es und schmeißt es in die Tonne. Ich verstehe schon den Gedanken, dass man sagt, ja, die Straßenbahnlinien sind so gut gewesen, dass hier kein Mensch mehr mit dem Auto fährt. Aber wie bescheuert ist das denn? Ich meine, das Spiel hat mich schon oft sprachlos gemacht, weil es einfach nichts mit Straßenbahn zu tun hat. Aber die haben jetzt... Nee, das kann doch nicht sein. Es fährt wirklich kein einziges Auto mehr. Du fährst jetzt hier als Straßenbahn alleine durch die Stadt, musst auf kein Fahrzeug mehr achten, weil es kein Fahrzeug mehr gibt. Es ist leer. Das heißt, man nimmt, wenn man das Spiel abgeschlossen hat, nimmt man dem Spieler noch die restliche Freude, die man hier an dem Spiel hat. Ich kann es gerade gar nicht glauben. Deswegen laufe ich hier gerade so... so schockiert durch die Straßen. Es kann doch einfach nicht sein, dass hier jetzt wirklich kein einziges Auto mehr durch die Gegend fährt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Was ein Rotz. Ich habe noch nie nach einem Let's Play so schnell ein Spiel deinstalliert, aber ich wüsste nicht mehr, was ich mit dem Spiel hier anfangen soll.
Das ist ja echt schockierend. Na gut. Ja, ich habe mir eigentlich vor der Aufnahme überlegt, wie ich dieses Spiel bewerten soll. Ja, habe mir schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, Feedback zu dem Spiel, Rückgedanken zu dem Spiel und so weiter und so fort, aber mir fällt gerade echt nichts mehr dazu ein. Weil wenn man mal ehrlich ist, das Spiel hat rein gar nichts mit einer Straßenbahn zu tun. Rein gar nichts. Ja, man fährt ein Schienenfahrzeug auf der Straße. Ja, das ist auch der einzigste Punkt, der mit einer realen Straßenbahn zusammenhängt. Es gibt aber hier in dem Spiel keine Straßenbahnsignale. Es gibt keine Straßenbahnschilder. Es gibt nichts, was mit einer Straßenbahn zu tun hat. Ja, also eigentlich, sonst gibt es einfach nichts. Es gibt ja nicht mal Oberleitung. Ich meine, das sind wahrscheinlich hier alles Akkudrams. Ja, aber es ist einfach komplett. Also sind wir mal ehrlich, wie viele Akkudrams kennt ihr in der Realität? Mir persönlich fällt keine Stadt ein, wo die Straßenbahn eigentlich mit Akku fährt. Scheint es aber in der Realität zu geben, aber ich persönlich kenne keine. Ich kenne nur mit Oberleitung. Ist natürlich schade, weil ich glaube, das hätte dem Spiel auch gut getan, wenn man hier wirklich Oberleitungen gehabt hätte. Weil es einfach bekannter ist für die meisten, weil es halt einfach cooler aussieht und so weiter und so fort. So ein Stromabnehmer noch oben dran hätte man auch ein bisschen schöner machen können mit Tram aufrüsten, Stromabnehmer heben und so weiter und so fort. Hat man aber alles hier nicht. Fahrzeugsteuerung ist auch nicht realistisch. Nicht mal die Kurvenradien von den Gleisen sind real. Die Trams würden, also wenn man hier in der Außenperspektive durch die Gegend fährt, die Trams würden in jeder Kurve entgleisen. Ja, also hat auch nichts mit der Realität zu tun. Ich laufe immer noch total schockiert durch die Gegend, man merkt es vielleicht. Ich kann es einfach nicht glauben. Wenn man ich komme damit echt nicht klar. Ich bin gerade echt ein bisschen sauer auch auf die Entwickler, muss ich sagen. Weil das kann es einfach nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Ja, man hat also, was das betrifft, man muss ja sagen, der Titel heißt Simulator. Was wird denn hier simuliert? Schönes Wetter. Aber keine Drams. Ja, ansonsten, wie gesagt, mir fällt wirklich nicht viel dazu ein. Das ist... Ja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich nochmal eine Mission ist, die man abschließen könnte. Ich glaube aber nicht. Ich glaube einfach nur, dass es so ein Hinweis ist, ja, du kannst jetzt noch Tramlinien bauen, viel Spaß damit. Aber ehrlich gesagt, für mich ist das Spiel jetzt auch durch ohne Autos. Also ich werde jetzt da auch gar nicht weiter rumprobieren oder so. Mich würde mal interessieren, was ihr jetzt zu diesem Ende hier sagt, was euer Fazit zu dem Spiel ist. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich möchte es nicht mehr empfehlen. Ich möchte es echt nicht mehr empfehlen. Das Ende hat mich jetzt komplett schockiert, weil das ist dann so ein Spiel, was du wirklich nach dem Ende nicht mehr spielen möchtest, weil dann komplett alles für den Popo ist. Wie gesagt, ich verstehe den Gedanke, dass man die Autos entfernt hat, weil man dann ja sagen möchte, ja, Stadt hat jetzt so einen guten ÖPNV, es will keiner mehr Auto fahren, aber das finde ich einfach nur eine Frechheit jetzt gegen Ende eigentlich vom Spiel. Genau, mir fällt auch jetzt ehrlich gesagt nichts mehr weiteres ein, ich würde mich nur noch wiederholen, deswegen würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende der Folge. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare, schreibt mal eure Meinung zu diesem Ende in die Kommentare. Würde mich auch wirklich mal interessieren, ob nur ich jetzt gerade so ein bisschen schockiert und verärgert bin, dass jetzt hier wirklich kein Auto mehr durch die Gegend fährt. Und wir können ja gerade mal schauen, kann man vielleicht den Einstellungen den KI-Verkehr wieder aktivieren? Ich weiß jetzt nicht genau, wo das hier drinne sein könnte. Fahren, das ist nur das alles, was man selber quasi hier macht. Einstellungen, Autosteuerung. Fahrzeug. Es müsste eigentlich hier auch mit dabei sein. Allgemeine Einstellungen, das ist das. Ereignisse, keine Ahnung, das sind die Wahrscheinlichkeit für das. Persönliche Präferenzen. Fahrzeugauswahl, Strafzettel, Barrierefrei, Tracker, Fahren, allgemeine Einstellung. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das drinne stehen könnte. Benutzeroberfläche, Sichtbarkeit, bla bla bla. Ereignisse, persönliche Präferenzen. Oberfläche, ja, keine Ahnung. NPC-Gespräche, NPC-Untertitel, Mauslenkung, Haltestellennamen.
Ich habe keine Ahnung, wo ich das auch finden könnte, wo ich den KI-Verkehr hier einstellen kann. Audio-Grafik, bestimmt da mit dabei. Erweiterte Grafikeinstellung. Wie viele Fahrzeuge sind denn mit dabei? Nee, keine Ahnung. Nee, also ich geb's erstmal auf, ich suche jetzt nicht weiter. Na gut. Ja, falls euch diese Folge trotzdem gefallen hat, schreibt, beziehungsweise lasst ein Like, da würde mich sehr freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, würde mich auch sehr freuen. Und ja, gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Genau. Ja. Macht's gut. Bis zu einem anderen Titel. Euer Tommy. Tschüss.